Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um Season 5 Reloaded. Wir haben jetzt neue Informationen von Call of Duty über Season 5 Reloaded bekommen. Diese ganzen Informationen werde ich heute in diesem Video durchgehen. Und gestern ist natürlich auch ein neues Playlist-Update live gegangen. Und zwar ist in diesem Playlist Buyback verschwunden. Das heißt, Rückkauf ist jetzt weg. Der beste Modus meiner Meinung nach in Warzone ist jetzt leider verschwunden. Dafür haben wir wieder den ganz normalen Battle Royale-Modus für Solo, Duo, Trio und Quads reinbekommen. Wir haben Beutegeld Trios jetzt drinne und der geheime Modus ist Panzer Royal. Das ist der geheime Modus. Also ich persönlich habe mir viel, viel mehr davon erwartet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das der geheime Modus ist. Deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dieser geheime Modus hat etwas mit dem Numbers-Event zu tun. Und ja, ich war ein bisschen enttäuscht gestern im Stream. Ist auch jetzt nicht so allzu cool, meiner Meinung nach. Aber wir haben coole neue Informationen bekommen über das Numbers-Event. Leute, aber bevor das Video startet, bei Level Up gibt es ab nächsten Montag um 18 Uhr circa eine neue Sorte und das ist Shiny Fox von Tricks. Geschmacksrichtung ist saure Pfirsichringe und Limette. Zusätzlich dazu gibt es auch eine 2-für-1 Aktion, also die krasseste Aktion bei Level Up. Mit meinem Code MANTELHD2 bekommt ihr 2 Dosen zum Preis von einer. Natürlich geht auch 4 Dosen zum Preis von 2, denn 4 steht für Lifestyle. Ihr wisst Bescheid, Leute. In der Beschreibung ist der Link dazu. Ich bedanke mich für jede einzelne Bestellung und die ersten Bestellungen erhalten auch eine Shiny Fox Sammelkarte. So, Call of Duty hat gestern einen Blogpost veröffentlicht zur Season 5 Reloaded, denn Season 5 Reloaded startet nicht nächste Woche Dienstag, wie ich das in dem vorherigen Video gesagt habe, sondern nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag ist es soweit, wir bekommen das Mid-Season-Update, Season 5 Reloaded ist da und zusätzlich dazu haben wir jetzt auch eine Roadmap bekommen und alle Informationen in einem Blogpost zusammengefasst von Call of Duty. In Cold War Multiplayer bekommen wir eine neue Map und das ist Zoo, das ist eine 6 gegen 6 Map aus einem Black Ops 1 DLC Escalation, das 2011 erschienen ist. Die Größe der Map ist mittelgroß und wir bekommen auch noch einen neuen Modus rein und das ist Sprengkommando. Im Zombie-Modus bekommen wir eine neue Outbreak-Region, das ist Armada. Das ist ja die Multiplayer-Map, die wir sowieso schon aus Cold War kennen und wir bekommen ein neues Outbreak-Welt-Event, das ist Black Chest. Was genau damit gemeint ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir bekommen auch ein neues Feature rein, das ist Rampage Inducer. Das sieht so aus wie eine orange Essenz. Und wenn du dieses Feature, beziehungsweise wenn du diese Essenz aktivierst, wird die Zombie-Spawn-Rate erhöht und alle Zombies werden endlos sprinten können und das bis Runde 20. Dieser Buff, beziehungsweise dieses Feature wird auch deaktiviert, wenn dein Squad vor Runde 20 gewiped wird. Wir bekommen auch noch einen neuen Outbreak-Modus und zwar ist das Survival. Dazu komme ich später nochmal, was das genau ist. Und in Warzone bekommen wir Clash. Das ist der neue Modus, den ich auch bereits schon im letzten Video angesprochen habe. Hier spielst du in Squads TDM auf Verdansk mit 200 Punkten. Jeder Kill gibt einen Punkt und du kannst hier immer und immer wieder respawnen. Also dieser Modus ist so ähnlich wie Warzone Rumble, den wir alle auch schon kennen. Und hier kannst du dein Level und deine Tarnungen sehr, sehr gut freischalten. Vor allem, wenn du kein Cold War Multiplayer besitzt. So, wir bekommen dann noch Iron Trials 84. Aber dieser Modus kommt während der Season irgendwann. Hier ist dein Leben erhöht. Deine Lebensregeneration, Time to Kill, Waffen, Extras und Ausrüstungen wurden merklich verändert. In welcher Weise weiß man nicht, aber man soll sich hier mehr wie in einem richtigen Kampf irgendwie befinden und dementsprechend wurden die ganzen Sachen so auch angepasst. Hier wird es auch keine Loadout-Drops geben, das heißt, du musst dir deinen Loadout-Drop selber an der Buystation kaufen und die Kosten an der Buystation wurden ebenfalls erhöht. Den Gulag wird es hier in diesem Modus natürlich auch geben, aber im Gulag wird es keine Akimbo-Waffen geben, keine halbautomatische bzw. vollautomatische Shotguns und fast keine taktische Ausrüstung, weil wir den Gegner im Gulag mit Skill töten sollen. Das steht zumindest so im Call of Duty Blogpost. Es sollen auch zusätzliche Veränderungen an der Spielumgebung geben, die unser Spielerlebnis verändern werden. Was genau damit gemeint ist, steht nicht im Blogpost. Dann steht im Blogpost noch irgendwas von geheimen Waffen in diesem Modus mit einem Text, der Stellen im Satz hat, die ebenfalls verschlüsselt bzw. geheim sind. Und zwar steht da, seien Sie sicher, dass Sie, in Klammern geheim, sind. Da diese, in Klammern geheim, können. Kritische Informationen, von denen wir hoffen, dass sie nicht, in Klammern geheim, erhalten. Also ich denke mal, kritische Informationen, von denen wir hoffen, dass sie nicht Perseus erhalten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil momentan ist ja Stitch dabei, Daten zu empfangen, um uns in Verdansk zu brainwashen. Das ist momentan ja die Story in Warzone bzw. Verdansk. Und ich denke mir, dass das letzte Geheim eventuell Perseus sein kann und dass davor
Keine Ahnung. Ja, ich denke mal auch, dass es sein kann, dass wir in diesem Modus neue Waffen bekommen. Und zwar Waffen aus Vanguard. Eventuellerweise. Das würde für mich zumindest Sinn ergeben, um schon mal so ein bisschen Werbung zu machen in Warzone für das neue COD. Marketingtechnisch gesehen müsste das natürlich am meisten Sinn ergeben. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den neuen Modus, vor allem aber auch auf die Waffen, die wir dort bekommen werden. Im Blogpost steht dann noch, dass die mobilen Sendestationen in Verdansk mit Season 5 Reloaded installiert werden, um das Signal zu verstärken, das Stitch benutzt, um uns zu brainwashen. Diese mobilen Sendestationen stehen im Mittelpunkt des Numbers-Events und während des zeitlich begrenzten Numbers-Event, das am 21. September um 19 Uhr startet, also nicht direkt zum Start von Season 5 Reloaded, müssen wir die von Perseus aufgestellten LKWs mit den Sendemasten untersuchen. Der Erste, der in einer Runde einen LKW untersucht, bekommt als Bonus $2000. Das ist mehr als ein Panzerplattenbundle, das du dir dann im Shop kaufen kannst. Und der Zweite, der in einer Runde mit dem LKW interagiert, ist mit dem Zahlen-Event verbunden und jeder Weitere bringt dir Belohnungen wie EP, Sticker, Visitenkarten und Talismänner. Beziehungsweise Talismane. Es wird 9 Herausforderungen rund um die mobilen Sendestationen in Warzone geben. Außerdem wird es auch 9 Herausforderungen in Cold War geben, die mit dem Zahlen-Event verbunden sind. Das hört sich so an, als ob wir extra für das Zahlen-Event so einen kleinen Battle Pass bekommen, wie wir das auch schon früher in Warzone mit einigen Events bekommen haben. Zum Beispiel das Rambo-Event. Da haben wir ja auch einen zeitlich begrenzten Battle Pass sozusagen gesehen, wo wir Herausforderungen in Warzone als auch in Cold War abschließen mussten, um dann unsere Belohnung in diesem kleinen Battle Pass zu bekommen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch dann am 21. September bekommen werden. Und wenn wir alle Herausforderungen in Warzone und in Cold War dazu abgeschlossen haben, bekommen wir eine Nahkampfwaffe als Belohnung. Das ist eine neue Nahkampfwaffe, das ist der Sai. Den können wir in beiden Händen halten, damit schnell rennen und die Gegner schnell damit killen sozusagen. Es wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie die Kali-Sticks, so kann ich mir das zumindest vorstellen. Außerdem wird es in Cold War dann noch einen neuen zeitlich begrenzten Modus in Outbreak geben und das ist Überleben. Dieser Modus startet mit dem Numbers-Event, also am 21. September um 19 Uhr dann wahrscheinlich. Du hast hier in diesem Modus deine Feldausrüstung von deinem anfänglichen Loadout und deine Primärwaffe wird auch ersetzt durch eine 1911er Pistole. Deine Minimap und dein Kompass sind hier deaktiviert, Musik wird ausgeschaltet und dein HUD zeigt weniger Informationen an. Immer wenn du in diesem Modus auch Schaden erleidest, gibt es keine automatische Lebensregeneration. Stattdessen musst du dir einen brandneuen Gegenstand oder Nahrung finden, um zu regenerieren. Es gibt 4 verschiedene Nahrungsmittel, die jetzt im Blogpost stehen. Und zwar ist das einmal Dosenmais, das heilt 50 HP. Das ist standardmäßig. Es gibt Chocolate Chip Cookies, die heilen 100 HP, das ist selten. Es gibt Hühnersuppe, die heilt 150 HP, das ist episch. Und wir haben nochmal eine ganze Pizza, die heilt 200 HP. Plus 1 HP über 60 Sekunden, nachdem du die Pizza gegessen hast quasi. Hört sich eigentlich ziemlich witzig an und hört sich eher nach einem Hardcore-Modus in Outbreak an, weil du keine Minimap hast, du hast nur eine Pistole und dein HUD ist minimalistisch gestaltet und so weiter und so fort. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde Outbreak auch an sich in Cold War ziemlich geil. Ich spiele das ab und zu mal, wenn ich offline bin, um meine Waffen zu leveln oder einfach nur um ein bisschen zu spielen, weil das sehr, sehr entspannt ist. Außerdem sehen wir im Blogpost von Call of Duty dann noch dieses Bild mit folgender Unterschrift. Während das Zahlen-Event online geht, schlagen Intel vor, dass, in Klammern geheim, unter Verdansk sind. Das heißt, irgendwer, geheim, ist unter Verdansk, vielleicht in den Bunkern oder sowas, und das geheim AWOL gegangen ist oder AWOL gegangen ist. Was das genau heißt, keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr wisst, was AWOL ist. Ich denke mal, die wenigsten wissen das. Ihre Position bezieht sich angeblich auf die Koordinaten für diese geheim. Dies hat dazu geführt, dass die NATO den Spezialagenten, in Klammern geheim, entsendet. Der Spezialagent wird höchstwahrscheinlich Hudson sein, das steht auch später noch im Call of Duty Blogpost, um diese nicht autorisierte Operation zu stoppen, da dies die Agentur bei der Entdeckung und Beendigung von geheim gefährden könnte. Ich denke mal, das letzte Geheim könnte Perseus sein, beziehungsweise Stitch, aber ich denke eher Perseus, weil die ja gerade eine Operation durchführen in Verdansk, um uns alle zu brainwashen. Weiterhin im Blogpost steht dann noch, dass wir den Spezialagenten Hudson als Operator reinbekommen. Also ist Hudson auf jeden Fall der Spezialagent, den die in diesem Text zuvor gemeint hatten. Er soll bei aktuellen und bevorstehenden Operationen helfen und bei der Suche und Rettung eines vermissten NATO-Operators helfen. Während der Season kommt Hudson dann in den Shop rein.
rein und es steht dann noch im Blogpost, nachdem Adler und Woods bis zu diesem Punkt die Drecksarbeit gegen Perseus erledigen mussten, ist Special Agent Jason Hudson bereit, den Kampf für ein und allemal zu beenden, auch wenn dies einen Umweg in den Dunkeläther bedeutet. Ich weiß nicht, was genau sie jetzt damit meinen. Vielleicht bekommen wir ja endlich die Zombie-Tarnungen in Warzone rein. Ich will aber überhaupt keine Hoffnung machen an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, was damit hier gemeint ist, aber so sieht es zumindest aus. Aber wie gesagt, keine Hoffnung. Keine Ahnung, ob irgendwie die Zombie-Tarnungen da in Warzone reinkommen. Ich weiß, ihr alle wollt das haben. Ich natürlich auch. Wir alle wollen das haben. Aber wir wissen noch nicht, ob es wirklich reinkommt. Aber das ist schon irgendwie so ein bisschen verdächtig hier in diesem Text. Hudson wird übrigens auch als Bundle in den Shop kommen, zusammen mit drei legendären Waffen-Blueprint-Varianten. Es werden auch noch ziemlich verrückte Operator in Warzone kommen, wie die Judge Dredd Operator-Skins für Beck. Und zwar seht ihr hier einen Operator-Skin für Beck. Und den werden wir in der Season für eine begrenzte Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Und später in der Season werden wir dann noch einige zeitliche begrenzte Tracer Judge Dredd Packs in den Shop bekommen. Dann werden wir noch weitere Bundles wie dieses Bundle hier bekommen. Das ist die Code War Oak im Schiffsdesign. Das ist eine Ultra-Variante der Code War Oak und sieht extrem krass aus. Das Bundle kommt nächsten Donnerstag direkt raus mit dem Start von Season 5 Reloaded. Das nächste Bundle ist das Oktoberfest Bundle. Das ist ebenfalls ein Tracer Pack. Hier bekommen wir einmal diesen Operator hier in Lederhosen, was ziemlich witzig ist. Plus Bier-Tracer-Munition. Wir bekommen Bier-Tracer-Munition. Ohne Scheiß, ich bin wirklich gehypt auf diese Bier-Tracer-Munition. Und ich finde das Ganze ziemlich witzig. Außerdem kann man hier zum ersten Mal in diesem Bundle COD-Punkte für das Abschließen bestimmter Herausforderungen im Zusammenhang mit diesem Bundle zurückerhalten. Weitere Infos dazu bekommt ihr noch in der Zukunft. Und kurz vor Ende der Season 5 wird es auch noch das Chemical Reaction Bundle geben. Das kostet 20 Euro. Der Operator, den wir hier bekommen, sieht auch ganz nice aus. Außerdem bekommst du 2400 COD-Punkte kostenlos dazu, wenn du dieses Bundle kaufst. Also bekommst du quasi COD-Punkte geschenkt für 20 Euro, 2400 nämlich, plus das ganze Bundle. Also ist das quasi kostenlos, wenn du dir dieses Bundle kaufst. Und du bekommst dann mit diesem Kauf von diesem Bundle dann noch den Season 5 Battle Pass oder dieses Bundle dann noch dazu, dass du dann einen Freund verschenken kannst. Das ist mega nice. Also du bekommst eigentlich mehr dafür für dein Geld, was du normalerweise im Shop bekommst. Ziemlich cool, aber ich persönlich bin am meisten gehypt auf das Bier Tracer Munitions Bundle, beziehungsweise das Oktoberfest Bundle. Ich glaube, das wird ganz witzig. Stell dir vor, du bist in Warzone, schießt mit deinen Waffen und da kommt einfach Bier Tracer Munition raus. Wie cool ist das denn bitte? Das hole ich mir, denke ich mal. Ja, ansonsten bin ich am meisten natürlich gehypt auf das Numbers-Event. Ich weiß nicht, ob es ein Live-Event sein wird oder nicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Ansonsten, Leute, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, falls ich euch hier weiterhelfen konnte und auf den aktuellsten Stand von Warzone und Cold War bringen konnte. Lasst doch gerne ein Like, da würde mich freuen und würde den Kanal auch weiter nach vorne bringen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen, weil ich immer wieder Call of Duty-Videos poste und dann bist du immer auf den neuesten Stand, was Call of Duty und Warzone und auch Cold War angeht und später natürlich auch Vanguard. Ja, Leute, ich bin heute wieder live um 17 Uhr. Wenn ihr Bock habt, kommt da gerne rein. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß in Warzone. Wir sehen uns beim nächsten Video bzw. im Livestream. Haut rein, Leute, und ciao.